dem Saarland. Und aus dem Saarland kommt zu uns Tom Nesburek. Wie geht's dir? Gut, aber ich bin trotzdem aufgeregt. Gut, aber trotzdem aufgeregt. Kriegt man das irgendwie weg? Hattest du irgendwie heute Nacht irgendwie eine Methode? Was kann man da machen? Beschallung auf die Ohren oder wie läuft sowas? Nee, bei mir ist es meistens so. Ich erkläre das, ich präsentiere ein bisschen das Buch. Dann bin ich richtig aufgeregt und dann fange ich halt an zu lesen und dann ist es weg. Okay, dann präsentier uns doch dein Buch. Also das Buch heißt Vakuum, ist geschrieben von Antje Wagner. Und da geht es um 5 Jugendliche, nämlich die Tamara, Cora, Leon, Alissa und Hannah. Hannes. Und die finden sich in einer menschenleeren Welt wieder. Die Zeit ist stehen geblieben und überall ist dichter Nebel. Okay. Für euch aus dem Saarland, Tom Nesburek. Alissa sagte, wir können zwar mit unseren Handys untereinander telefonieren, aber sobald wir eine andere Nummer wählen, kommt nichts, nicht einmal ein Freizeichen. Es wird nie Nacht, es ist immer gleich hell, sagte Tamara. Alle Uhren zeigen 15.07 Uhr an, sagte Hannes. Vergiss den Nebel nicht, sagte Leon. Wartet, wartet, ich kann nicht so schnell, sagte Cora und schrieb. Mach doch einfach Stichpunkte, sagte Hannes. Jedes Mal hat ein Verrückter im Nebel gelauert. Einmal bei uns und einmal bei Cora. Nein, widersprach Cora. Sie hatte im Schreiben innegehalten und sah hoch in die Runde. Wie nein? Fragte Tamara. Bei mir hat kein Verrückter im Nebel gelauert. Hannes sagte, und woher hast du die Wunde am Kopf und die Würgemale am Hals? Cora holte tief Luft. Der Verrückte war nicht im Nebel, er war aus Nebel. Er ist durch ein Loch in mein Versteck hineingekrochen. Als kleiner Nebelstreifen. Der Streifen hat sich vor meinen Augen in einen Arm, eine Schulter und einen Rumpf verwandelt. Und die Nebelfinger, die haben... Sie sah sich wild um, sah allen ins Gesicht. Und Hannes sagte panisch, nicht so stark bewegen. Cora rief, glaubt ihr mir nicht? Ihr glaubt mir nicht. Es ist die Wahrheit. Alissa sagte, schreib es auf. Es ist nicht unrealistischer als Nebel, der auf Geräusche reagiert. Und auch nicht unrealistischer als jemand, der Dinge im Brief ankündigt, die erst später passieren. Ich weiß nicht, überlegte Hannes. Er war unzufrieden. Sie verloren doch die Spur aus den Augen, wenn sie einfach an etwas Mystisches glaubten. Wir müssen logisch bleiben. In Horrorromanen können mystische Sachen passieren. Aber die Realität hat immer logische Gründe. Irgendwelche Vorschläge, Mister, hier laufen bestimmt Zombies herum. Das kam von Tamara. So kommen wir jedenfalls nicht weiter, verteidigte Hannes sich. Wie soll das denn bitte gehen, dass ein Unbekannter von deinen Taten in der Zukunft weiß, bevor du selbst dich dazu entschließt? Ich habe keine Ahnung, wie es logisch erklärbar ist, mischte sich jetzt Alissa ein. Aber mir ist etwas Ähnliches wie Tamara passiert. Und dann griff sie in ihre Tasche und zog ebenfalls einen Brief hervor. Hannes erinnerte sich, dass es der war, der bei ihr zu Hause auf der Kommode gelegen und dass er Alissa sehr wütend gemacht hatte. Vielen Dank, Tom Nesburek. Bleibt uns noch.